Anfänger-Skikurs Teil 5, Skilift fahren lernen. Jetzt ist es endlich soweit. Du hast deine Ausrüstung kennengelernt, du hast gelernt zu bremsen, du hast gelernt, dich in der Ebene zu bewegen. Jetzt bist du auf dem Sportgerät unterwegs und endlich geht's jetzt den Berg hinauf. Es gibt verschiedene Liftanlagen und ich möchte dir in diesem Video erstmal einen kleinen Überblick geben, was die verschiedenen Lifte so ausmacht. Hinter mir siehst du beispielsweise einen Schlepplift, es gibt auch noch einen Tellerlift, dann gibt es Förderbänder oder auch sogenannte Zauberteppiche, es gibt Sessellifte, es gibt Gondelbahnen. Das ist mal so der große Überblick an Liften, die wir zur Verfügung haben. Meistens, wenn du auf einer blauen Piste oder auf einem Trainingshang beginnst, wirst du auf ein Förderband oder auf einen Schlepplift, Ankerlift oder Tellerlift treffen, solch einen, wie du ihn hier gerade hinter mir findest. Gehen wir mal mit dem Förderband los. Das Förderband ist tatsächlich das leichteste. Dort kannst du dir einfach mal anschauen, wie Skischülerinnen und Skischüler dort auf das Förderband gehen. Du stellst dich gerade an den Start des Förderbands, deine Ski parallel ausgerichtet, in gerader Richtung zum Förderband und gehst einfach langsam zwei Schritte nach vorne, fährst konstant den Berg hinauf auf diesem Förderband, kommst oben an und gehst einfach wieder raus. Ganz einfache Nummer. Eine komplexere Nummer hingegen ist der Schlepplift, der Tellerlift, der Ankerlift, hat mehrere Namen und dieser Lift bedeutet ein bisschen mehr an Koordination und das möchten wir in diesem Video auch kurz trainieren. Da ist Basti mit dabei, der auch einen eigenen YouTube-Kanal hat und Basti ist bei mir häufig hinter der Kamera, der kommt jetzt mal mit ins Video und dann zeigen wir euch gemeinsam, wie das Thema Ankerlift funktioniert. Ist übrigens auch etwas, was ihr genauso trainieren könnt. Servus Basti. Moin. Was hast du mir denn da mitgebracht? Das ist, wie du gerade schon sagtest, ein sogenannter Ankerlift oder Schlepplift. Wir haben einmal den Bügel und dann für zwei Skifahrer, Snowboarder, zwei Sitzpositionen, die wir uns leicht gesagt hinter den Hinterklemmen. Richtig. Und dann werden wir den Berg hochgezogen. Hochgezogen. Ist eine, ja, wenn man das so sieht, relativ leichte Position, wenn man einmal drin steht. Das Rein- und Rauskommen ist nur immer das die komplexere Geschichte. Das ist der Clou der Geschichte, genau. Dieser Anker hier, so wie ihr ihn hier seht übrigens, könnt ihr euch meistens unten, du hast es ja gerade auch beim Lifter abgeholt, da sind die Liftdamen und Liftherren echt nett, haben meistens so einen Bügel hier zur Verfügung. Das heißt, ihr könnt es erstmal in der Trockenübung üben. Und das machen wir beide jetzt erstmal, um da heranzufinden an diese Thematik. Ich schnappe mich mal meinen Ski an. Das wäre gut. Auch bei dieser Übung ist es so, sucht euch ebenes Gelände. Die Stöcke sind an dieser Stelle auch noch nicht von Relevanz, weil wir auch da am Anfängerhang erstmal nicht mit trainieren. Ihr geht in die Ski hinein und jetzt kommt eben diese Position. Ja? Also wir stehen unten am Ankerlift, wir zeigen euch gerade auch ein paar Aufnahmen, wie das so aussehen würde. Ihr richtet eure Ski entlang der Lifttrasse aus, also schön nach oben gerichtet, dass alles gerade und parallel läuft. Und dann geht ihr den Blick über die Innenschulter zum Anker. Jetzt würde Basti mal den Lift spielen. Der Lift kommt dann an mit einer Geschwindigkeit. Ihr packt mit eurer Innenhand den Anker fest und bekommt jetzt den Zug hier. Jetzt zieht sich erstmal das Seil auf und dann gibt es einen Schlag und es geht los. Das ist diese Position, mit der wir da jetzt zu tun haben. Und bei den allerersten Schritten mit dem Ankerlift ist wirklich dieser erste Schlag das Komische, oder? Genau, der ist das Merkwürdige. Wenn wir jetzt praktisch, wie du schon richtig erklärt hast, über die Schulter gucken, der Lift kommt. Wir haben ihn gepackt und das Seil, das kommt ja nicht, dass es langsam anzieht. Das gibt man meistens eher... Das gibt einen richtigen Schlag. Und diesen Schlag gilt es dann abzufangen, deine Grundposition zu finden. Hier den Anker hinters Gesäß. Fassen und einmal reinlehnen, wenn das Seil kommt und dann geht's los. Genau, das ist die Position. Wenn ihr dann einmal auf Geschwindigkeit seid, einmal die Beschleunigung habt, dann läuft das Ganze eigentlich ganz easy durch. In der Lifttrasse selbst einfach die Ski parallel halten und dann kommt die Ausstiegsstelle. Und da ist es eigentlich auch recht angenehm. Die Lifttrasse hat oben wieder eine Ebene, auf der ihr euch dann befindet. Es ist so, dass der Anker dich ja noch zieht und dann stößt du ihn quasi nach innen ab, lässt sie los, das Seil zieht ein und zack, ist der Ankerlift weg. Vielen Dank an Basti. Coole Arbeit. Basti hat übrigens die ganzen Videos hier mitgeleitet und ist hinter den Kulissen unterwegs. Sein Kanal ist jetzt hier oben verlinkt. Ein kleiner Einschub zu den Lifteinstiegen noch. Und das sind diese Maschinen hier, die sogenannten Keycard-Maschinen. Fast jedes Skigebiet hat jetzt eine solche Maschine und da ist es wichtig, dass du deinen Liftpass möglichst links anbringst, egal ob an der Hose oder hier in der Jacke und in eine Tasche fügst, denn dann registriert das die Maschine und schickt dich durch. Das war der Anker- oder Schlepperlift
Und da ist jetzt natürlich, wenn es dann nochmal für dich höher hinausgeht, auch der Sessellift eine richtig gute Option. Beim Sessellift ist es so, dass du meistens einsortierst wirst in ein Gitter und dieses Gitter öffnet dann eine kleine Tür. Bei dieser Tür ist es wichtig, dass auch deine Ski schon parallel ausgerichtet sind. Dann geht es entweder auf eine kleine Strecke oder auf ein Förderband. Und dann kommt der große Sessellift an. Du schaust zurück, setzt ab, sitzt im Lift, machst den Bügel runter. Es helfen da wahrscheinlich auch einige Personen, die mit dir im Lift sitzen. Du stellst deine Ski ab und oben vor der Station gilt es dann wieder, den Sicherungsbügel aufzumachen und aus der Station geradewegs herauszufahren. Immer dran denken, Ski schön parallel laufen lassen oben in der Station erstmal, wenn es dann schneller wird, den Flug aufmachen und bremsen. Und dann haben wir die weitere Option bei den Liften und das ist die Gondelfahrt. Dafür ist ganz wichtig, dass du eben vor der Gondel, das ist für viele natürlich ganz klar, das brauche ich wahrscheinlich nicht erklären, aber die Ski werden abgeschnallt. Wir fahren nicht mit Skiern in eine Gondel hinein. Du nimmst die Ski ab. Fädelt sie ein, da ist die beste Tragemöglichkeit, die Tragemöglichkeit 1, die wir erklärt hatten, den Ski wirklich neben sich zu nehmen und da so in die Gondel hineinzugehen. Dann kommt die Gondel, du stellst deinen Ski entweder außen ab oder nimmst ihn mit hinein in die Gondel, das gibt's auch. Und dann fährst du rauf und wenn du oben bist, steigst du klassisch aus, schnallst du den Ski an und dann kann's losgehen. Die beiden letzten Varianten, Sessellift und Gondelbahn, sind etwas, was vielleicht erst kommt, wenn du in einem höheren Übungsstatus bist, weil da geht es meistens schon wirklich hoch hinaus. Wir sind da manchmal auf krassen Gondeln unterwegs, die bis zu 3400 Metern hochfahren und da gehen meistens auch sehr steile Hänge ab. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video einen guten Überblick über die verschiedenen Liftoptionen geben konnte. Ich wünsche dir viel Spaß beim Training. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, denn jetzt geht es darum, mal mehr Strecke zu fahren und dabei die ersten Kurven zu fahren. In Lernziel Nummer 6. Ich würde sagen, bis gleich.